Dieses Video soll Ihnen zeigen, wie komfortabel man im Agena Trader aus dem Chart handeln kann. Wenn Sie jetzt zum Beispiel hier an diesem Preis eine Stop-Order eingeben möchten, die Ihnen hier auch ausgeführt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste ins Chart. Sie sehen hier Buy oder Sell. Sie sehen hier an der rechten Seite die verschiedenen Orderarten, die Sie auswählen können. Dazu bitte ich Sie, in die Agena Trader Wiki zu schauen, um herauszufinden, was diese verschiedenen Orderarten auch genau bedeuten. Wir wählen jetzt hier eine Stop-Order aus und man sieht, dass wir hier einen Orderbalken im Chart haben. Dieser Orderbalken ist noch weiß mit einer grünen Linie. Das bedeutet, dass es eine Kauforder ist, aber die Order ist noch nicht scharf. Sie wurde noch nicht zum Broker geschickt, weil sie noch nicht bestätigt wurde. Das erkennt man, indem diese Fläche hier weiß ist. Sie sehen hier die Ordergröße, die defaultmäßig vorgeschlagen wird. Sie sehen hier auch die Orderart, die Sie hier ausgewählt haben. Sie sehen hier, ob es sich um eine direkte oder um eine synthetische Order handelt. Eine direkte Order ist, wenn die Order bestätigt wird, wird sie gleich zum Broker geschickt. Wenn es sich um eine synthetische Order handelt, so bleibt die Order im Agena Trader, wird nicht ausgeführt und erst dann zum Broker geschickt, wenn der Markt diese Preismarke erreicht hat. Sie können jetzt hier zum Beispiel die Ordergröße auch manuell verändern. Sie können hier 20 eingeben. Die Default-Größe kann man sich im Einstellungen Konfigurations-Escort diskretionäres Trading hier einstellen, und zwar sehen Sie hier die Default-Größen für Stocks, Forex, Futures, CFDs. Wenn Sie zum Beispiel nur 20 oder eine andere beliebige Zahl immer wieder vorgeschlagen haben möchten für Aktien, so stellen Sie hier 20 ein, bestätigen das Ganze und ab diesem Zeitpunkt werden Ihnen die weiteren Orders bei Stop immer mit der Größe 20 vorgeschlagen. Sie können hier auch eine Market Order auswählen, indem Sie hier auf diese Schaltfläche klicken, beziehungsweise können auch jederzeit die synthetische Order wieder in eine direkte umwandeln, solange diese Order noch nicht bestätigt worden ist. Sie können natürlich auch den Orderpreis oder die Order selbst jederzeit verschieben, wo Sie sie hinhaben möchten, beziehungsweise können hier einen genauen Preis eingeben, sagen wir jetzt mal 47, und somit wird Ihnen die Order auf den Preis 47 gelegt. Wenn Sie nun die Order bestätigen möchten und sie zum Broker schicken möchten, es ist jetzt eine direkte Order, eine Stop-Order mit 20 Stück, klicken Sie hier drauf und somit liegt die Order beim Broker und wird Ihnen auch beim Broker ausgeführt. Wäre es eine synthetische Order, so müssten Sie den Agena Trader natürlich laufen lassen, um zu gewährleisten, wenn der Preis hier raufkommt, dass Ihnen auch ausgeführt wird. Eine synthetische Order wird nicht ausgeführt, wenn der Agena Trader nicht läuft. Um eine Order wieder zu löschen, klicken Sie hier auf das X. Somit ist die Order auch wieder entfernt. Um zu sehen, wie sich es verhält, wenn eine Order auch ausgeführt wird, geben wir jetzt noch einmal zur Veranschaulichung eine Market Order ein. Wir haben jetzt hier eine Market Vorschlagsorder mit 20 Stück direkt. Ich klicke hier drauf und somit wurde dadurch, dass es eine Market Order war, diese Order gleich zum Broker geschickt, gleich ausgeführt, und wir haben hier jetzt eine Position laufen. Auf dieser Position sieht man, dass es eine Positionsgröße von 20 ist, dass es eine händische Order ist, und sehen hier auch gleich den Profit-Loss, den Gewinn und Verlust. Wenn Sie eine Position schließen möchten, klicken Sie hier auf dieses X und damit ist die Position wieder geschlossen. Soweit das einfache Order-Handling im Agena Trader.